Guck mal, ich hab sie gepimpt. Wie hell die jetzt ist. Warte, ich mach meine mal aus. Wow! Alter! Ja? Alter, das ist aber. Das sollte ich auch mal machen. Tja. Ja, herzlich willkommen zurück zu Ghost Exile. Wir fühlen uns heute wie Tony Stark, nur wesentlich intelligenter, denn wir haben einen Rover. Und der, das werden wir gleich sehen, ob du intelligent warst. Und der macht alles, was wir wollen. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Ja, vom Wäschewaschen bis Bügeln bis Rückenmassage, alles mit drinne. Bin ich gespannt, ob das wirklich klappt bei dir. Bring the item me. Bring item into room. Go to room, take item, drop item. Go to room. Settings, Collector. Hattest du eigentlich auf Anfänger gemacht oder auf Fortgeschritten? Item drop dead players? Für die Antwort, Alter. Fortgeschritten? Geht mir um den Strom. Alter, mein Licht ist so hell, ich sehe den beim Lichtschalter nicht mal den Schalter wieder hoch oder runter geht. Hä, der Robby ist ja voll dumm. Der bringt die Items alle wieder zurück, oder was? Returns all items from the house except those that are mounted on walls or active da cameras. Gibt's doch verschiedene Sachen, die du machen kannst. Da gibt's doch sogar Help bei, Ja, beim Ritual helfen. Er kann mich beschützen. Also, denkt sich auch, den Affen, den will ich nicht beschützen, ey. Ich suche jetzt hier die Sicherung. Und dann schraube ich die mal an deinen Kopf. Da ist er. Hm. Wo war der Stromkasten jetzt nochmal? Oh! Warte. Was kann der mir denn da reinschleppen? Es ist zu geil. Ich hab schon gefunden. Wenn er mit mir redet und ich nicht antworte, muss ich mir was anhören. Wenn ich ihn aber was frage. Ich muss einen Raum dafür auswählen. Was ist das denn? Die Vase schwebt. Ich muss einen Raum dafür auswählen. Warte mal. Ich komme erstmal mit rein. Wir müssen mal gucken. Oh, hier schwebt schon alles. What ja, the hell? Mäusen. IMF4. Gut. Eine Karussellfahrt. Wie schön. Ich habe mal eine Schublade aufgemacht, an der du vorbeigegangen bist. Nur, dass du es weißt, da war nichts drin. Ich weiß, die habe ich auch schon aufgemacht. Hast du die wieder zu? Nur mal so. Ja, warum nicht? Hast du Licht auch schon angemacht? Alter. Hä, also guck mal, so Leute, jetzt wisst ihr mal, was ich hier jeden Tag habe. Es wird mir nie zugehört. Das ist der falsche Schalter. Ich habe dir gesagt, dass ich die Sicherung suche. Ich habe sie gefunden, ich mache Licht an. Ja, ich war mit meinem Rover beschäftigt. Naja, das ist es wieder. Wenn du eine Sache hast. Ey, mir fehlt der Multitasking-Schlitz, ja? Ja, nur mal anmachen, ey. Weißt du, warum Männer nur einen Penis haben? Weil sie sich eh nur auf eine Sache konzentrieren können. Ja, das wird ja auch dumm aussehen, wenn die zwei haben. Naja, Bowlingkugel, ne? Ich sag nur Bowlingkugel. Mhm. Bist du hier? Oha. Kannst du mit mir reden? Hä, wieso geht denn das nicht? Strom ist aus. Geht nicht. Mein Diktiergerät geht nicht. Okay. Kannst du mit mir reden? War ich das jetzt? Sonst lass das doch nochmal, leg vielleicht mal ab und dann nimmst du es nochmal auf. Hä, wer macht denn hier? Ich habe keine UV-Lampe. Bist du oben? Nee, ich bin unten. Kannst du mir antworten? Oben. Komm mal bitte nach oben. Ich bin auf dem Weg. Hier ist das Reacher-Brett. Ah, und da soll ich jetzt nach dem Weg fragen? Nein, du sollst... Ah, jetzt geht's. Wo bist du? Kannst du mit mir sprechen? Du musst mal die Türen kontrollieren. Kannst du mir antworten? Achso, ja, warte. Zeige dich. Ich habe gar keine UV-Lampe mit. Hm? Kannst du mir antworten? Antworte mir. Du meintest du den Geist? Nein, aber ich hatte jetzt keinen Bock, da extra rauszumachen. Kannst du mir antworten? Also ich hänge das jetzt mal hier hin. Strom ist schon wieder aus. Weil ich der Meinung bin, der ist hier. Aber ich habe noch nicht mal einen Ausweis gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist unten. Wo bist du?
Hier ist der Ausweis. Gut, wie heißt er? Entschuldigung. Ah, tut's dir nicht leid. Nee, aber man sagt das aus Höflichkeit. Stella Anderson. Stella, wo bist du? Stella, kannst du mit mir reden? Warte mal, wo ist das Videobrett hier? Kannst du mir antworten? Oh nee, ich will das nicht nehmen. Kannst du mit mir kommunizieren? Stella, wo bist du? Schrei sie doch nicht so an. Warum sagt ihr immer... Goodbye. Warum sagt ihr immer zu mir, ich soll rennen? Rennen. Stella, kannst du mit mir reden? Das Ouija-Brett war jetzt oben oder unten? Da in dem Raum. Hier, 6,4 Grad. Hier in dem Schlafzimmer. Stella, kannst du mit mir reden? Bist du hier? Ich frag das Ouija-Brett auch mal. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Ich glaube, wenn dieses ist, ich glaube, dann ist die hier im Raum. Echt? Bist du hier? Kannst du mir antworten? Ich leg mal die Box aufs Bett und pack mal den Infrarotprojektor in Richtung des Raumes und kombiniere meine fortschrittliche wissenschaftliche Technik mit einer High-End 4K-Kamera. Wireless. Unglaublich, was da für ein Bullshit manchmal aus seinem Mund kommt. Wie kommt man da drauf? Komm ich doch gerade her. Ich glaube nicht, dass die hier oben ist. Ursprünglich hatte ich das Gefühl, die ist unten. Ich baue hier vorne auch nochmal auf. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die ist hier. Ich weiß es auch nicht. Bin nix mehr. Aber ich dachte halt, dass wenn dieses Böhm ist, das war... Oh, EMF4, okay. Das hatten wir schon... Hier! Stand sie gerade. Weil das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass die, da, wo der... Irgendwas reden. Hörst du die Box hier oben? Ja. Auf dem Bett liegt die. Ja, jetzt weiß ich. Dass da, wo der Gongel ist, dass da auch der Raum ist. 0,0 Grad. Ich mach mal Licht wieder an, ne? Oh, jetzt weiß ich nicht, ob das die Box war. Hier auf dem Bett liegt gar nichts. Schreib ins Buch. Ah, nee, hab ich hier unten. Ja, ja. Oh, Hilfe, Leute. Hallo? Hallo? Kannst du mit mir reden? Antworte mir. In der Garage ist Licht angegangen. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen auf... EMF3. Kann ich denn die Kamera am besten platzieren, dass wir eine schöne Sicht auf die Dinger haben? Wo bist du, Stella? Gib mir ein Zeichen. Kannst du mit mir sprechen, Stella? Wo bist du? Dankeschön. Okay, keine Antwort, aber... Ich brauche mein Kreuz. Jupp, Licht ist aus, ja. Ich gehe gleich hin. Okay, Herrn. Boah, sie ist mir mitten in die Fresse gelaufen. Oh Gott, mein Herz, ich habe Gänsehaut. Oben oder unten? Oben. Schon wieder oben? Ja, hier die Ecke, ständig. Schon das zweite Mal jetzt. Oh, hier. Ist die vielleicht im Flur? Ja, die ist immer hier. Hier und da so. Oh. Aber Türen hat sie nicht angefasst, ne? Doch, jetzt gerade eben. Ja. Ich guck, weiß noch nicht welche. Die hier, gleich die hier vorne. Handabdruck. Und die war nämlich vorhin auch schon auf. Aber ich hatte keine EMF, keine. Schreib ins Buch.
Wie heißt das nochmal? UV-Lampe mit. Wo ist denn das Buch? Habe ich da reingeschmissen im Flur. Stella, schreib ins Buch. War ja auf der Innenseite des Raumes. Okay, dann ich schlepp die Kamera gleich doch wieder hoch. Ich glaube, die ist unten. Naja, glaub mal. Ja, was du immer so denkst. Ich war sch... Oh, oh. Sie huntet. Sie ist bei dir. Oh, nee, bitte nicht. Lebst du noch? Fertig? Ich glaube ja. Gut. Logisch lebe ich noch. Ich habe mich versteckt vor der Alten. Ich auch. Und es hat funktioniert. Du darfst nur nicht laufen. Die hört das, wenn du läufst. Ja, und du musst dich hinhocken und... Licht aus. Die Kamera, ja, alles ausmachen. Ich habe mich hier im Raum versteckt. Tür zu. Aber die kam aus dem Flur, ne? Den wir gerade hier... Ich habe nicht gesehen, wo die war. Stella, schreib ins Buch. Die stand da, wo du jetzt standst. Wo, was sagt... Achso, bis hier. Wo sagt meine Sanity? So, ich habe die Box einmal auf den Boden geschmissen. Kannst du ins Buch schreiben? 0,0 Grad noch? Nicht über die Kamera stolpern? Ja, ich bin ja schon unten. Ja, ich meine, weil ich die auf den Boden gelegt habe. Ist ziemlich teuer, weißt du? Wenn du da jetzt gegenläufst, dann... Alter, mach dir Radaut, ey. Komm den Geist bei einer Jagd. Was hat er denn jetzt für eine... Ey, wo willst du... Alter, weh, du schleppst jetzt irgendwas wieder nach drinnen. Ich hab mich gerade richtig erschrocken, ey. Wo will der Hammel hin? Keine Ahnung, ist dein komisches Hobby-Ding. Ja, aber was soll das? Hallo? Ja, lauf doch mal hinterher. Ja, ich gehe hier gerade auf Haussymbol. Ach, der ist da. Scheiße. Hard Reset. Drop Hard Items. Aha. Was habe ich gemacht? Bring Item to me. Settings. Ah, hier. Nothing. That's nothing. Defender. Aber ihr beide kommt klar, ja? Ja. Okay, sie hat die Tür wieder bewegt. Oh, ich habe nichts gesehen im Gitter. Was ist denn das oben für ein Raum? Das sieht aus wie so ein Schlafraum irgendwie. Ja, das ist der obere Flur halt, ne? Okay. Also, keine Ahnung, ist das ein Flur? Ja, ich würde sagen, ist ein Flur. So, dann soll er den... Na, Gitter sehe ich jetzt nichts. Orbs sehe ich auch nicht. Aber das mit den Orbs hat ja auch nichts zu sagen, ne? Der hört sich aber komisch an. Wo will er denn jetzt hin? Ich habe ihm gesagt, er soll den Bewegungssensor hochfahren. Hat er sich einen geholt? Nö. Die liegen doch beide hier. Ey! Oh, so ein dummes System. So ein dummes... Das wäre Tony Stark nicht passiert. Muss ich zugeben. Wo ist denn jetzt der Drum? Wo ist der denn jetzt? Der ist reingefahren, der Idiot. Ich sehe nichts. Ich habe Angst, dass der unsere Sachen jetzt wieder einsammelt. Ja, da kommt er. Ich sehe ihn. Hä? Fährt der jetzt was zurück? Du siehst noch einen. Er steht einfach da rum. Hä, ist der blöd? Was soll das? Der sollte doch den. Hä? Der soll doch den Bewegungssensor da hochfahren. Hast du nicht gesagt, wahrscheinlich. Doch, bring Item into Room. Bewegungsinfrarotsensor. Ist das ein anderer Sensor? Ist das nicht dieses Gitter? Item? Infrarot? Nee, Lasergitternetz. Ja, sag ich doch. Nee, das heißt Lasergitternetz, was du meinst.
Und er soll aber mit den Bewegungssensor dahin fahren. Ja, steht da jetzt. Was? Ja, aber er sollte ja den mitnehmen. Man muss ihn zurückholen. Hauptsache voll viel Geld ausgegeben für so ein Ding. Man kommt nicht mal damit klar. Jetzt müsste er hier auch gleich runterfahren. Ja, er müsste eigentlich jetzt herkommen und sich so ein Ding holen. Ja, hier ist doch unten, oder nicht? Also ich schmeiß mal einen auf den Boden. Vielleicht kommt er denn drauf. Aber der muss doch hier... Ist das hier nicht unten? Ja. Achso, nee, das ist der Raum. Der Raum. So, pass auf, jetzt kommt er. Aber dumm, dass der nur eine Sache schleppen kann. Jetzt nimm dir den. Ja. 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 Wieso hat er die UV-Lampe eingesammelt? Ist doch gut. Ach. War, glaube ich, meine. Nee, deine. Ja, aber das habe ich ihm nicht gesagt. Vielleicht ist es die Infrarot. Nein. Taschenlampe. Ultraviolett-Taschenlampe. Er hat ja jetzt auch das richtige Ding mitgenommen wieder, was er reinschleppen sollte. Ja, mal gucken, ob er das jetzt macht. Der ist doof, ist der. Bringt er den jetzt an der Wand an oder schmeißt er den da einfach hin? Er schmeißt den. Ach so, nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Er hat ihn hingeschmissen. So, fertig, Auftrag erfüllt, er wartet jetzt. Was soll ich denn mit so einem Roboter jetzt? Ich okay, da rein. Alter, warum ist mein Sinity so weit? Ja, ich habe eben auch einmal genommen, eine Packung. Okay, was haben wir denn jetzt für Beweise? Wir können ja einmal gucken. Oh, die will ich doch gar nicht, Mensch. Wir haben... Spuren von Ektoplasma hatte ich. Das war's. Gut. Das sind wir ja mega aufgestellt. Ja, irgendwie sieht man hier auch mal wieder nix. Ja, aber da ist doch noch eine Kamera, die hier. Ja, da sieht man auch mal wieder nix. Habe ich schon geguckt. Ich nehme mal den anderen Bewegungssensor mit, weil das ist mir sonst zu blöd. Aber was müssen wir denn... Jetzt müssen wir schon wieder überlegen, wie wir das machen. Aber das ist ja der Raum da oben eigentlich. Ja, normalerweise einer von den beiden Fluren. Fluren. Jetzt kriege ich eine Verwarnung von YouTube, weil die haben verstanden, huch, was? Ja, gib mal her hier, du inkompetentes Stück Schrott, du verdammter Metallblecheimer, du. Grad. Stella, kannst du mit mir reden? 0,0. Ist so warm. Pass mal auf, Robby. Kannst du mit mir reden? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Kannst du ihn einmal das Thermometer runterschmeißen? Wo bist du? Ich muss erstmal das Thermometer hier finden im System. Oh, Geräuschsensor. 0,0 haben wir immer nur. Grad. Ich kann nicht nach dem Thermometer fragen. Was ist denn nur los, ey? Handelt vermutlich. Hey. Hab die Gelegenheit genutzt, mal zu gucken, wo die ist. Ist die vielleicht hier hinten? Da war jetzt auch nur immer 4, ne? Ich mach mal eben. Was piept denn hier so? Oder hier? Bewegungsmelder. Ganze Zeit? Ja, ich laufe an denen ständig vorbei. Ich räume gerade wieder um. Stella, schreib ins Buch. Das ist doch eigentlich einer von den beiden Räumen sein. Das ist ja schon wieder scheiße, ey. Entschuldigung, das ist ja für Flure, aber es ist kacke. Scheiße hier. Pisse, du verdammte.
Was denn nun? Die schon wieder Licht das, aufgemacht? Das war gerade nicht mein Bewegungssensor. Sie huntet. Meiner auch nicht, ich bin draußen. Okay, ich weiß jetzt, wo sie herkam, aber mein Kreuz ist im Arsch. Sie kommt aus diesem lila Zimmer hier. Aus dem lila Zimmer? Ja. Okay, Kamera. Da, wo du die Kamera jetzt drin hast, oder? Nee. Bring ich jetzt hin? Ach, da. Da waren wir noch gar nicht drin, ne? Also so richtig? Nee. Ich habe auch keinen Strom. Na, warte, mache ich dir mal eben einmal schnell Schreib ins Buch. Okay, hier war doch noch irgendwo... Sie heult. Aber in welchem Raum? Kannst du mit mir reden? Ich weiß wo, ich bin unter ihr durchgelaufen. Ui, was war denn das für ein Geräusch, ey? Möglicherweise war ich das. Wollte gerade versuchen zu sprechen. Nee, die ist... Hm. Ach so, ich weiß, ein Horrorfilm mit da, wenn man einer mit dem Messer vor dir steht. Mhm. So habe ich mich gefühlt, als sie an der Decke geklebt hat. Ja, wir brauchen jetzt trotzdem noch zwei Beweise. Scheiße, schon wieder zwei? Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber man sieht schon wieder nichts. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel auch nur einmal diese Orbs gesehen. Ach, du bist halt, was klappert denn hier schon wieder so, ey? Hm. Oh, du musst Sinity nehmen. Ach, Menno. Also die muss von hier eigentlich gekommen sein. Es sah zumindest so aus, als wenn sie aus dem lila Raum gekommen ist. Aber das ist halt auch nichts, ne? Ins Buch hat sie auch nicht geschrieben, wa? Nee. Hm. Hier ist nichts. Was? Kannst du mit mir reden? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Kannst du mit mir sprechen? Stella, wo bist du? Ich weiß halt nicht, welche Möglichkeiten wir jetzt noch haben, Beweise zu sammeln. Okay. Diktiergerät. Diktiergerät. Ja, das habe ich. Wenn es der Revenant sein sollte, ne? Zum Beispiel, dann wäre jetzt noch Orbs. Ja, die sehen wir immer nicht. Warum auch immer? Die sieht man nicht. In dem Spiel hier, ey. Selten, auf jeden Fall. Selten. Ich habe die, glaube ich, einmal nur gesehen. Das war, wo du mir den mal gezeigt hast, diesen Helmpunkt. Ansonsten habe ich nie einen Orb gesehen. Ist wahrscheinlich... Hast du Sinity genommen? Ach, du bist ja noch hier. Nee. Warte, nehme ich. Ja, ist bestimmt der Reverend dann, wa? Ich guck mal wegen Orbs. Kerze, Schrank. Hier ist wieder irgendein Geisterphänomen. Oh, ja. Ja, mach mal nicht so schnell, ey. Vielleicht sehe ich ja auch mal was.
Ja, aber die Orbs sind doch meistens da, wo die sind, oder nicht? Ich weiß nicht, vielleicht im ganzen Haus. Aber eigentlich sind Orbs da, wo die Geister sind. Ich sehe hier, sag mal, eigentlich kannst du die auch in dem Spiel hier echt gut sehen. Eigentlich, ja. Aber hier ist nichts. Geh mal ins lila Zimmer gucken. Ach nee, da haben wir eine Kamera da eigentlich. Da ist eine Kamera drin. Echt, das lebt. Hä? Hä? Schaltet der meine Cam um? Hä? Das bin. Hä? Hat der bei mir auch eben? Ich hab die ganze ja, Zeit so. Mich. Das war kein Hand, das war ein Dings. War ein Phänomen? Hä? Ja, ich hab auch umgeschaltet. Jetzt hör doch mal auf! Ach, du ich kann das bei dir umschalten. Ja. Ja, ich dachte, ich dachte, das hast du jetzt mittlerweile gemerkt. Nö, aber ich dachte, vielleicht sieht man die Orbs so auch besser, oder? Gucken. Aber ich sehe hier gar nichts an Orbs. Ich guck noch mal unten durch. Da habe ich auch eine bessere Überlebenschance eigentlich, ne? Ich sehe keine Orbs. Boah, ich kotze gleich, wenn ich hier weiter auf deine Kamera gucke, ey. Wiggle, 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 wiggle. Geh mal in der Garage gucken. Ja, war ich auch schon drinne. Warte mal, mach mal einmal nach rechts, kurz. Und weiter. Nee. Okay, nee, Stell dir mal vor, du drehst dich einmal so im Kreis, auf einmal steht er vor dir. Nein, keine Orbs. Was sagt denn unser schlaues Buch? Welche Möglichkeit haben wir denn noch? Keine Ahnung. Revenant auf jeden Fall. Wir haben jetzt nicht Antwortgeister, Diktiergerät und Ektoplaster. Plaster, Alter. Ektoplaster. Oh, pass auf. Okay. Also entweder sind es Orbs oder der Infrarot-Bewegungsmelder. Und ich sage, das ist der Infrarot. Weil es ein neuer Geist ist. Frisch aus der Fabrik. Frisch vom Band runter, der Mara. Dann haben wir nämlich die Mara. Und ich würde sagen, das muss ja der sein, weil, wir haben keine Orbs. Wir haben jetzt auch keine Cam auf dem Bewegungsmelder, ne? Nur den da hinten. Ich hatte hier gerade einen Albtraum. Eigentlich, es sind zwei. Wir können beide sehen. Wie kommst du jetzt auf Mara nochmal? Ich habe gerade nicht zuhören. Jetzt im Buch gerade eingegeben, die zwei Beweise, die wir haben. Und habe dann geguckt, welche Geister das Buch ausspuckt, ne? Und er hat gesagt, entweder Orbs oder Bewegungsmelder. Dann habe ich Bewegungsmelder als Beweis eingegeben und dann hat er gesagt, hier, Mara ist ein niegelnagelneuer Geist. Ja, aber ist der denn rot gewesen, der Bewegungsmelder? Ja, der ist gerade rot. Wo siehst du das? Hier rechts, rechte rote Punkt. Ah, oh Gott, ich habe immer hinten auf den grün geguckt. Ja, dann ist es Bewegungsmelder. Aber das siehst du bei Schwarz-Weiß, siehst du halt gar nicht, ne? Nee. Bewegungsmelder, also der Mara. Deswegen mache ich ja zwischendurch hier das Auge. An meiner Kamera rumspielen? Nee, cool, okay. Dann haben wir das. Ich hol mal meine KI hier wegen. Wo ist denn dein Robby eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ich habe gesagt, der Ghost Chase Player soll er mir beschützen, aber. Wo ist der? Wo ist denn der überhaupt, ey? War der oben? Ich weiß nicht genau. No Key?
Der stand eigentlich oben an der Treppe. Ich kann jetzt gerade nicht rein. Okay, ich guck mal, welches Ritual wir hier haben, Anne Beron. Fünf Kerzen und eine Puppe. Okay. Eins, zwei, drei. Ich kann nur zwei Kerzen nehmen. Ah, bleib doch mal geschmeidig, Alter. Shit. Verdammt. So. Eins, zwei, drei. Was noch? Die Puppe. Die kann ich nicht mehr nehmen. Warte, dann schmeiß ich Stella Anderson raus. Und nimm dafür die Puppe mit. So, Stella Anderson ist jetzt bei uns eine... Nee, der steht oben am Fenster. Die alte Hexe. Die alte Kackbratze, die. Die weiß genau, was wir vorhaben. Ja, können wir ja hier unten gleich machen, ne? Warte, ich muss erstmal gucken. Wir brauchen das Siegel des... Ja, er bleibt einfach draußen stehen. Anna Biron hat ein eigenes Siegel. So, einmal die Sprühdose. Das hier. Okay. So, Puppe, Kerze. Jetzt brauche ich deine Kerzen. Ach so, ja. Ja, also, wenn es dir nichts ausmacht. Du kannst die direkt mit E, wenn du hier die Kerze anguckst und E drückst, kannst du die gleich reinsetzen. Ich muss sie erstmal rausschmeißen, oder nicht? Nee, nee. Hä, was muss ich machen? Gehst jetzt in eine Hocke? In eine Hocke? Und dann auf diesen weißen Klotz, der aussieht wie eine Kerze. Da mit E rauf. Genau. Wunderbar. Wunderbärchen. Stella Anderson. Ja, ja, nee, ist richtig. Okay. Wow, hab ich Glück, ey. Ich hab sie mit einer Räucherkerze vertrieben. Okay. Haben wir noch eine? Oh, das ist so meine einzige Möglichkeit. Ich hab kein Kreuz mehr. Alter. Du hast noch ein Kreuz, ne? Hm. Okay, dann nehme ich mir noch mal eine von den Kerzen mit. Zum Glück noch heile geblieben, ey. Oh Gott, ey, warum huntet die blöde Kuh denn auf einmal? Stella Anderson. Ich weiß nicht, die hat irgendwie einer eine Macke. Oh. Stella Anderson. Anderson. Stella Anderson. Mach mal Stella. Stella Anderson. Wie geil da! Okay, und. Ja, dann Robby. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Der Robby ist dir voll in den Arsch gefahren gerade. Geh raus, du Dämon. Der Typ ist so fertig, ne? Der hat so einen an der Marmel. Der steht jetzt geh mit dem Geh raus, Preis. Du Dämon. Stella Anderson. Stella. Stella Anderson. Jetzt haut der Robby. Portal, der hilft dir. Er nervt mich. Aber der hilft dir. Der steht nur im Weg rum. Wichtig tut er sich. Wichtig. Schließen, 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 schließen. Du hast dein Kreuz ist verbrannt. Scheiße, ich muss hier weg. Wo muss ich hier hin? Scheiße, da ist die Treppe. Ich bin gerade falsche Seite gelaufen. Der Robby, bist ja so weit. Gott befehligt dich. Fürchte die Kirche Gottes. Ich muss hier raus.
Stella Anderson. Stella Anderson. Irgendwo ist ein Portal. Scheiße, ich sterbe heute. Mein Robby fährt auch hin. Schließen. Ich glaube, der hat auch das Portal geschlossen. Ja, der hilft dir. Alter, ey, ich rede nicht mehr. Nein, aber wie? Der kann doch nicht schließen sagen. Bebe vor Angst. Bebe. Baby vor Angst. Wenn der Name Christus gerufen wird. Ominöse Seele, geh raus. Bebe. Baby vor Angst. Baby. Baby. Alter, Scheiße. Stella Anderson. Baby vor Angst. Ja, aber wie kann der Robby mir denn helfen, das Portal zu schließen? Also ist ja cool, dass das kann, aber wie? Dann brauche ich ja nicht mehr mit reinkommen, ey. Hätte ich mein Kreuz sparen können. Hätte doch, ehrlich. Das geht doch viel schneller, wenn du mithilfst. Nee. Geht's nicht. Oh, da ist er gerade weggebumst. Ja. Entkomme dem Geist beinahe. Achso, ja. Kerze hätten wir noch machen können. Ich hätte mich auch im Schrank verstecken können, vorhin, wo er gehuntet hat. Ja. Ach, hab ich nicht dran gedacht. Stella Anderson, Baby vor Angst. Ey, voll blöd, ne? Ja. Naja, aber wieder geschafft. So, bis auf Kameras und alles, was an der Wand ist, fährt er gerade den Stuff wieder hier ins Zelt. Oh, ich habe 31 Sanity jetzt noch. Ey, mir hat das Räucherstäbchen so den Arsch gerettet. Die kam rein und dann habe ich so, damit das Räucherstäbchen bloß nicht verqualmt, bevor die weg ist, habe ich so gemacht, bin auf sie zugelaufen, ne? Und weißt du, was denn passiert ist? Die ist immer noch. Nein, die ist nicht verschwunden. Du hast Blut an deinem T-Shirt. Die hat, du auch. Der Robby kommt gleich. Die hat aufgehört, mich zu jagen, aber die war immer noch da. Dein Kumpel kommt gleich angefahren. Ey, ich will mal. Ah ja, da kommt er die Treppe runter. Mal gucken, was hat er denn alles? Mal gucken. Der hat jetzt die UV-Lampe. Der schleppt alles einzeln. Naja. Boah, hier, ich helfe dir mal. Ich nehme mal das Buch mit. Mehr kann ich nicht tragen, meine Hände sind voll. Ich trage auch immer nur einzelne Sachen. Und wo packt er das hin? Er fährt damit wieder rein. Ist er doof? Robby? Kann er wieder rein? Ja, der hat die Taschenlampe auch wieder mitgenommen. Jetzt erzähl mir nicht, der schmeißt die jetzt da raus und... Dann holt er was anderes, oder? Ich will einmal gucken, was der Typ jetzt macht. Weißt du, wo der ist? Hier, drinnen. Wo ist denn hier? Im Zelt. Hä? Wie ist der mir vorbeigekommen? Keine Ahnung. Hat er sich hinter der Tür versteckt oder was? Weiß ich nicht. Der ist jetzt hier, jetzt kommt er wieder zurück. Und er fährt schon wieder mit der Taschenlampe. Warum? Weiß ich nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was du ihm für einen Auftrag gegeben hast. Er sollte alle Items wieder zusammensammeln. Jetzt kommt er schon wieder. Hä? Ich nehme mal die Lampe aus ihm raus. Kann ich nicht. Nein, nein. Kommt der Kleine weiter? Ich kann die Taschenlampe nicht rausnehmen. Naja, whatever. Wir fahren ohne Robby. Robby, der ist doof. Der hat sie doch nicht mehr alle. Was stimmt mit dem Jungen nicht? Ist seine Platine zu heiß gelötet oder was?
Great job done, buddy. One less ghost. Mai Ling? Ach so, das war... Ja. Weil ich, ja, das haben wir ja abgebrochen. 1455 XP und 440 Dollar. Ja. Aber immerhin, immerhin. Eine erfolgreiche Lohnrunde mit dem größten Hightech-Equipment, was es momentan auf dem Markt zu kaufen gibt. Ja, wir haben keine Kosten gescheut. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Habt ein bisschen Spaß. Habt noch einen schönen Tag vor allem. Wir sehen uns. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Tschüss.